Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Montag, der 2. Januar 2017 um 13.02 Uhr. Jetzt überlege ich gerade, habe ich gestern 1. Januar 2017 oder 16 gesagt? Gute Frage. Schreiben musste ich das Datum zum Glück noch nicht, aber ja, heute habe ich es erstmal drüber nachgedacht. Ja, neue Woche. Ich bin relativ spät dran. Ich bin irgendwann um 11.30 Uhr, glaube ich, erst wach geworden, nachdem ich heute bis 4 Uhr am Rechner rumgebastelt habe und versucht habe, krampfhaft zwei Webcams parallel zu betreiben. Und mir ist ständig der Rechner abgestürzt. Ich habe so eine C920 von Logitech, mit der ich jetzt auch das Video aufnehme und hoffe, dass es 60 Frames sind und nicht nur 30. Also es steht zwar unten 60 FPS, aber wenn ich das in der Kameraeinstellung mache, sind es irgendwie nur 30 FPS. Ich habe keine Ahnung. Mir ist, wie gesagt, gestern mehrfach der Rechner dann in den Bluescreen verfallen. Dann hieß es Fehlermeldung, wir müssen neu starten und dann nochmal Fehlermeldung. Ja, der Grund, warum ich mehrere Webcams betreiben möchte, ist, dass ich in verschiedenen Szenen verschiedene Positionen der Kamera haben möchte. Ich will zum Beispiel in dem Daily Vlog, will ich jeden Tag dieses gleiche Bild haben. Und in dem Spieleblog will ich halt die Kamera anders positioniert haben. Das Problem bei OBS ist, dass ich zwar eine Kamera für mehrere Szenen verwenden kann, aber sobald ich da irgendwas ändere an einer in einer Szene, also Auflösung, Format, Spiegelung, was auch immer, übernimmt er das in alle anderen Szenen mit rein. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich will halt die eine Kamera, also die Kamera, die ich habe, einmal in der rechten Ecke oben, dann einmal in der linken unten vielleicht, dann einmal in 1020 mal 800 und dann einmal an 600 mal noch was. Und das geht halt scheinbar momentan nur mit mehreren Kameras. Ich habe schon mal geguckt, ob ich mir vielleicht XSplit zulege. Da gibt es gerade ein Weihnachtsangebot, da zahlt man irgendwie $100 für die Lifetime-Version. Ich weiß nicht, ob ich $100 jetzt ausgeben will, ich glaube nicht. Es geht ja auch so irgendwie, aber wie gesagt, das sind so Dinge, wo ich schon mal an meine Grenzen stoße. Und jetzt gucken wir mal, wie ich das hinkriege. Dass ich auch mal während des Streams ein Vollbild zeigen kann und sagen kann, so Leute, ich bin jetzt mal kurz in der Küche, koche mir einen Tee. Euch viel Spaß jetzt in der Pause und dann beim Spielen wieder umswitche auf diese kleine Kamera da oben. Naja, was gibt es noch zu erzählen? Ich muss jetzt zwei, drei freiberufliche Sachen noch machen, erledigen. Dann will ich heute noch einkaufen und irgendwas aus dem leckeren Kochbuch von Tom Daly, kaufen, kochen und dafür Zutaten kaufen. Und da ja Julia heute vorbeikommt und wir heute Sherlock gucken, bietet sich das an, da irgendwas Englisches draus zu nehmen. British Lunch oder Dinner, mal gucken. Und was gibt es noch zu erzählen? Ich bin ein bisschen aufgedreht gerade, merke ich. Ja, unser warmes Wasser geht wieder nicht. Nachdem es ja letzte Woche schon mal nicht ging, geht es schon wieder nicht. Und Frau Abdallah hat schon angerufen bei der Hausverwaltung, wurde richtig unfreundlich am Telefon abgefertigt. Und ich erinnere mich an die Frau Sievert von der Gestream auch noch sehr gut, die in keinem Moment irgendwie freundlich war, wirklich nie bisher. Und wir werden jetzt irgendwie die Woche dann mal zu zwei, zu dritt, zu vier, zu der Hausverwaltung gehen und sagen, dass das so nicht weitergeht und mal gucken, was wir dann als Echo zurückerhalten. Vielleicht eine Kündigung, vielleicht auch nur einen bösen Blick. Wir werden es sehen. Ich habe keine Ahnung. Naja, wie gesagt, noch ein bisschen was arbeiten, dann vielleicht ein bisschen spielen, mal gucken, wie die Zeit ist. Und irgendwann heute Nachmittag, Abend kommt dann Julia zum Seriengucken vorbei, zumindest erstmal für Sherlock. Mal gucken, ob sie dann vielleicht noch ein bisschen The Walking Dead schauen mag. Das weiß ich nicht. Davon würde ich auch abhängig machen, ob ich dann heute Abend streame oder nicht. Das werden wir sehen. Gut, dann wünsche ich euch erstmal einen guten Start in die neue Woche. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr musstet nicht kalt duschen. Ich habe heute Wasser in einem riesigen Topf warm gemacht und dann in den Topf gesteckt und wieder rausgezogen und dann gewaschen, dann wieder reingesteckt und dann abgespült. Total oldschool, also wie in den 80er Jahren irgendwo weit, weit entfernt von unserer Zeit. Nun ja, okay. Also dann würde ich sagen, bis morgen Vormittag. Hoffentlich vor 12. Und zum Sport schaffe ich es heute wieder nicht. Ne? Gute Sätze vor allem, gute Vorsätze, ade. Naja, vielleicht morgen. Bis dann, ciao.